Oh mein Gott. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Harry Wayne. Mit mir, dem Jan. So, was haben wir denn hier? Ethan? Ethan, hören Sie mich? Sind das Brandmale auf Ihrer Brust? Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Sie haben sehr hohes Fieber. Mann, ich wollte nicht aufstehen. Aber dann kann man ja mal gucken, ob man hier irgendwie Verbandzeug hat oder so. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für Sie tun kann. Brandsalbe. Für die Elektroschläge. Entschuldigung, ich passe auf. Das hier sollte helfen. Dann. Ja, Medikamente. Fiebermittel. Vorsichtig machen, alles. Ah, schade. Tut mir leid. Ich bin vorsichtig. Also, einmal. Noch einmal. Und noch einmal. So. Ich habe alles desinfiziert.
jetzt verbannt. So, das war's. Wie geht's Ihnen? Ethan? Er ist bewusstlos. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. Die Box steht ja so offen. Wie geht es Ihnen? Geht schon besser. War ich lange weg? Ungefähr 3 Stunden. Warum spielen Sie den Samariter? Sie kennen mich nicht mal. Als ich noch klein war, habe ich immer alle meine Brüder verarztet, wenn sie sich mit den anderen Kindern auf der Straße geprügelt haben. Ich glaube, ich spiele einfach gern den Samariter. Sie sagen, Sie sind hier, weil Sie nicht schlafen können? Ich habe in den letzten Monaten ziemlich viel Scheiße erlebt. Am liebsten würde ich das alles schnell vergessen. Ich versuche damit zu leben, aber es ist schwer. Stecken Sie in Schwierigkeiten? Viel größere, als Sie sich denken. Tut mir leid, ich bin viel zu neugierig. Ich meine, schließlich kennen wir uns ja kaum. Warum sollten Sie mir trauen? Hören Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Aber ich denke, es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Niemand kann das. Sie haben schon viel getan, Madison. Okay. Ich gehe dann. Viel Glück. Okay, was ist jetzt unsere nächste Aufgabe? Sie sind bereit, ein Opfer zu bringen, um ihren Sohn zu retten. Ich war
war's nicht, ich schwöre, ich war's nicht. Ich mache so etwas nicht, ich bringe keinen um. Nein? Warum sind Sie dann von der Befragung weggerannt? Wissen Sie doch, ich war nicht bei meinem Bewährungshelfer. Ich wollte nicht in den Knast. Hab die Cops gesehen und bin weg. Ich hab nicht nachgedacht. Seine Aussage ist geprüft. Er hat ein Alibi für 3 der Morde. Der Drecksack hat perfekt gepasst. Shit! Ash? Okay. Die Mutter von Sean Mars ist hier. Sie würde gern mit dir sprechen. Es war vor ein paar Monaten. Mitten in der Nacht. Es hat geregnet. Ethan kam klatschnass um 3 Uhr nachts heim. Ich fragte, wo er war. Er sprach von Ertrinken, Regen. Es ergab alles keinen Sinn. Da war etwas... etwas in seinen Augen. Als wäre er nicht er selbst. Vielleicht gibt es keine Verbindung. Aber am nächsten Tag gab es einen neuen Bericht von einem Opfer des Origami-Killers. Finden Sie schon. Ich bitte Sie. Ich bin Lieutenant Carter Blake und das ist Agent Norman Jaden vom FBI. Wir wissen, dass Ethan Mars Ihr Patient ist. Wir hätten ein paar Fragen über ihn. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Wie war das? Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht. Ich darf unter keinen Umständen über meine Patienten sprechen. Ich muss Sean Mars lebend finden. Und mich interessiert Ihre Schweigepflicht einen Scheiß! Wenn Sie einen Patienten verdächtigen, sind Sie verpflichtet, es der Polizei zu melden. Tut mir leid. Ich kann nicht helfen. Und jetzt gehen Sie bitte. Sie müssen uns helfen. Zu Ihrer Sicherheit. Meine Güte, ist sie viel Auswahl, ey. Sean Mars' Leben hängt von Ihnen ab. Sagen Sie uns unbedingt alles. Drohen Sie mir etwa? Ich gebe Ihnen nur einen kostenlosen Rat, Doc. Nehmen Sie ihn an. Blake, das reicht. Wir verschwinden hier. Ich werde mich über Ihr Verhalten bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Doktor, Sie gehen mir echt auf die Nerven. Für mich zählt nur, den Jungen zu retten. Und jetzt sind Sie so nett und sagen uns, was Sie wissen. Sonst garantiere ich für nichts. Blake, hören Sie auf! Sofort! Lassen Sie mich! Sie haben dazu kein Recht! Los, Doc. Wollen Sie es leicht oder schwer? Es ist Ihre Entscheidung. Wenn Sie den Mann nicht in Ruhe lassen, melde ich Sie und Sie sind raus. Was ist denn los mit Ihnen, Norman? Kalte Füße? Wollen Sie denn Sean nicht mehr retten? Ich will Sean Mars retten, genauso wie Sie. Aber ich halte mich ans Gesetz. Hören Sie mit dem Scheiß auf! Jetzt! Sofort! Ethan Mars hat psychische Probleme seit dem Tod seines Sohnes. Er fühlt sich verantwortlich. Eine krankhafte Neurose. Bilder ertrinkender verfolgen ihn. Vor ein paar Wochen... Nach einer unserer üblichen Sitzungen fand ich das auf dem Boden. Es war aus seiner Tasche gefallen. Ach, guter Cop.
Ash, setz jeden verfügbaren Mann auf Ethan Mars an. Beobachtet sein Haus Tag und Nacht. Gib einen Suchbefehl an alle Behörden raus. Beobachtet die Bahnhöfe, Flughäfen, Busstationen. Ich will jeden Kopf an seinem Arsch, damit er kapiert, dass wir es wissen. Ja, Ethan Mars ist der Origami-Killer. Okay. Also mit dem hier müssen wir wohl reden. Nicht schlecht. Danke. Kommen Sie rein, Mr. Shelby. Möchten Sie Kaffee? Oh nein, danke. Spielen Sie? Ja, einmal. Die sind heute noch mit der Rasenpflege beschäftigt. Interessanter Sport. Man braucht Kraft, aber auch einen kühlen Kopf und Genauigkeit. Wollen wir ein paar Bälle schlagen? Hier können Sie auch keinen Rasen zerstören. Okay. Nehmen Sie sich doch einen Schläger. Bälle sind im Korb. Ach du Scheiße, das wird hier jetzt was. Das Wichtigste ist, den Schläger richtig zu halten. Bereit machen und schwingen. R1, L1. Das war nur der erste Ball. Sie sollten nächstes Mal härter zuschlagen. Aber Sie haben mich doch nicht nur zum Golfspielen eingeladen. Ich habe gehört, Sie stellen Fragen über meinen Sohn. Stimmt. Mich interessiert, ob Gordy in den Origami-Fall verwickelt ist. Mein Sohn hat mit derartigen Sachen nichts zu tun. Dann muss ihn ja meine Ermittlung nicht beunruhigen. Sie brauchen gegen meinen Sohn nicht zu ermitteln. Er hat damit nichts zu tun. Bei allem Respekt, Mr. Kramer. Ich allein entscheide, gegen wen ich ermittle. Ich bin ein einflussreicher Mann, Mr. Shelby. Und ich zahle gut für Loyalität. Wollen Sie mich bestechen? Sagen wir mal, ich biete Ihnen eine Entscheidungshilfe. Für wie viel lassen Sie ihn in Ruhe? Sie verstehen mich falsch. Das zieht bei mir nicht. Bleiben Sie meinem Sohn fern, Mr. Shelby. Sonst bedauern Sie es. Schönen Tag noch, Mr. Kramer.
würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.